Ich bin die Kathi und ich möchte euch heute etwas über die Sehenswürdigkeit in Wien erzählen, aber nicht den Stephansdom. Das Riesenrad. Aber weil der Ton beim letzten Video schon problematisch draußen war, werde ich den Ton zu Hause einsprechen. Viel Spaß bei diesem Video. Wenn man mit dem Wiener Riesenrad fahren möchte, muss man in den Wiener zweiten Bezirk, in den Prater. Am schnellsten gelangt man dorthin mit der U-Bahn-Linie U1 oder U2 und steigt beim Praterstern aus. Dort ist der Ausgang zum Prater super markiert. Der Praterunternehmer Gabor Steiner wollte auf seinem Vergnügungsareal im Wiener Prater den Wienern immer wieder neue Attraktionen bieten. So errichtete er zum Beispiel das berühmte Venedig in Wien. Schließlich verpachtete er aber dieses Gelände an den englischen Ingenieur Walter Bassett. Dieser hatte dem Erfinder des Riesenrades George Ferris das Patent abgekauft und errichtete in der Folge 4 Riesenräder in Europa. Das heute einzige dieser 4 ersten Riesenräder aus der Zeit um die Jahrhundertwende, das noch steht, ist das Wiener Riesenrad im Prater, das er innerhalb 8 Monate dort errichtete. Das Fahrvergnügen kostete dem Besucher 8 Gulden. Heute sind es 12 Euro für Erwachsene. Aber es gibt zahlreiche Museen und Attraktionen in Wien, mit denen man eine Riesenradfahrt kombinieren kann, und so wird es dann doch etwas günstiger. Das Riesenrad ist 64,75 Meter hoch und hatte einmal 30 Gondeln. Aufsehenerregender Schauplatz war das Riesenrad im Jahr 1914, als die Zirkusdirektorin Madame Solange für einen Film auf einem Pferd sitzend eine Runde auf dem Dach eines Waggons drehte. Im Ersten Weltkrieg wurde Walter Bassett enteignet und das Riesenrad an Eduard Steiner versteigert, der wiederum im Zweiten Weltkrieg von den Nazis enteignet und im KZ Auschwitz ermordet wurde. Als das Riesenrad im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde, stellte man nur noch die Hälfte der Gondeln wieder her. Heute hat das Riesenrad also 15 Gondeln. Als der Film Der dritte Mann 1949 gedreht wurde, war das Riesenrad bereits wieder in Betrieb, seit 1947, und ist auch im Film zu sehen. Dies ist aber nicht das einzige Mal, dass das Riesenrad als Filmkulisse genutzt wurde. Auch im James-Bond-Film Der Hauch des Todes von 1987 spielt eine Szene dort. 1953 wurde das Riesenrad dann an 3 Steiner Erbinnen restituiert. Seit 2002 befindet sich beim Riesenrad ein Panoramamuseum, eine Ausstellungshalle mit 8 nachgebauten Waggons, in denen die Geschichte des Wiener Praters dargestellt wird. Bis heute ist das Riesenrad in privatem Eigentum. 2016 wurden die 15 Waggons durch originalgetreue Nachbauten mit moderner Technik ersetzt. Das Gesamtgewicht der Konstruktion beträgt über 430 Tonnen. So, wenn euch das Video vom Wiener Riesenrad gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen in Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut!